Freunde, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Ich sage willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Unterwegs bin ich hier in der IGS-Schule in Göttingen, wo eine Braunschweiger Firma 50.000 Masken an Göttinger Schüler spendet wird. Bis gleich. Ja, erstmal herzlich willkommen hier in der neuen IGS in Göttingen in Wehende. Wir haben von der Firma Arctic 50.000 Mund-Nasen-Schutz, also medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken gespendet bekommen. Die werden an Göttinger Schulen verteilt. Deswegen befinden wir uns heute auch in einer der Göttinger Schulen. Von hier aus startet dann die Logistik. Da kann Frau Schmidt, Frau Friedrich vielleicht noch was dazu sagen, wie das dann an die Schulen verteilt wird. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass Sie, ich glaube, nachdem Sie es in Braunschweig ja auch schon getan haben, uns jetzt mit Spenden von 50.000 Masken beglücken. Im ersten Moment, ganz ehrlich, fragt man sich, warum macht er das? Dazu sagen Sie uns ja wahrscheinlich auch irgendwas. Und dann wird geprüft, wie wir das in der Verwaltung so machen. Hat das alles seine Ordnung und Richtigkeit? Und am Ende des Tages, wunderbar. Wir freuen uns, dass Sie uns unterstützen, unsere Schulen unterstützen. Und ich bin erstmal neugierig, warum machen Sie das? Ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Im Namen der Firma Arctic freut uns sehr, dass die Aktion geklappt hat, auch mit der Stadt Göttingen. Entstanden ist das so, dass wir im Mai, Juni, haben wir festgestellt, dass viele Masken auf dem Markt zu überhöhten Preisen verkauft werden. Und das hat uns so nicht gefallen und wir wollten nicht oder wir fanden es moralisch schwer, dass sich Unternehmen daran bereichern. Und somit hat unser Geschäftsführer schnellstmöglich unsere Textilpartner akquiriert und kostengünstig Masken dort in China in unseren Produktionsstätten hergestellt. Jetzt sind wir auf die Stadt Göttingen aufmerksam geworden. Wir denken, dass gerade in der Stadt Göttingen, wo auch viele junge Schüler und auch viele junge Fachkräfte in den nächsten Jahren sicherlich in den Markt kommen, diese Unterstützung benötigen. Und ja, um jedem eine hochwertig qualitative Maske zur Verfügung zu stellen, haben wir diese Aktion gewählt. So, liebe Freunde, ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la vista!